Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, nie hätte ich geglaubt, dass wir uns nach dem krachend gescheiterten sozialistischen Planwirtschaftsexperiment der sogenannten DDR in einem vereinten Deutschland 2019 noch einmal an den vergilbten CDU-Wahlslogan der 80er Jahre erinnern müssten, der da hieß Freiheit statt Sozialismus. Von solch klaren Aussagen, meine Damen und Herren, hat sich die CDU unserer Tage allerdings längst verabschiedet. Einer der Gründe, warum es heute die Alternative für Deutschland gibt und geben muss. Meine Damen und Herren, wir erleben eine zunehmende, geradezu grassierende Sucht zur ideologisierten Überregulierung, der versuchten Vergesellschaftung jeder sozialen und wirtschaftlichen Individualität in fast allen politischen Handlungsfeldern. Eine planwirtschaftliche Energiepolitik zulasten der einfachen Bürger, bürokratische Gängeleien, Quotenregelungen, die Geschlecht vor Eignung und Leistung setzt, Kollektivierungsfantasien von Musterkonzernen oder gar schädliche Enteignung von privatem Eigentum. Das alles, meine Damen und Herren, ist pures Gift für eine wettbewerbsfähige und innovative Volkswirtschaft, die nicht nur weltweit erfolgreich operieren will, sondern auch die finanziellen Voraussetzungen schaffen soll, um einen leistungsfähigen Sozialstaat überhaupt unterhalten zu können. Nur eine humanitäre Leistungsgesellschaft, in der Leistung auch am Ende eines Erwerbslebens gewürdigt wird, kann so etwas wie soziale Gerechtigkeit schaffen. Die SPD trägt zwar den Begriff der sozialen Gerechtigkeit wie eine verstaubte Monstranz vor sich her, aber im Ergebnis wollen sie auch aus ideologischen Gründen die Bedürftigen der Welt auf Kosten der fleißigen und braven Bürger unseres Landes über jedes vernünftige Maß hinaus zwanghaft integrieren und alimentieren. Meine Damen und Herren, die FDP wiederum hat als angeblich liberale und marktorientierte Partei in der Koalitionsarbeit hier in Rheinland-Pfalz ihren ordnungspolitischen Kompass schon aufgegeben und sich für Posten und Dienstwagen von Rot-Grün längst politisch assimilieren lassen. Herr Lindner, der ist im Übrigen auch in der FDP, sprach unlängst vom grassierenden Linkspopulismus und den Auswüchsen in den anderen Parteien. Die FDP-Landtagsfraktion in Rheinland-Pfalz sollte da einmal genauer hinhören. Wir brauchen wieder ein Aufstiegsversprechen an die Fleißigen und Klugen, denn nur die schaffen am Ende die Grundlagen für nachhaltigen Wohlstand, meine Damen und Herren. Ein Beispiel ist die aktuelle Debatte um bezahlbaren Wohnraum. Und nun hören Sie genau zu. Wer den sozialen Wohnungsbau als Regierungspartei jahrzehntelang vernachlässigt hat, den Markt selbst durch Verschleuderung von bezahlbarem Wohnraum in der Vergangenheit künstlich verknappt hat und die Schaffung neuen Wohnraums durch überzogene Baurechts- und Wärmeschutzverordnungen bewusst verteuert hat, und dann jetzt diejenigen, die dennoch investiert haben, enteignen wollen, hat jedes Maß an politischer Vernunft verloren, meine Damen und Herren. Wer eine der erfolgreichsten deutschen Industriezweige, das Herzstück deutscher Ingenieurkunst und ein Musterbeispiel an sozialverträglicher Mitarbeiterführung und Versorgung wie in dem BMW-Konzern kollektivieren will, der macht der SED-Nachfolgepartei als rote Klassenkämpfer den SED-Nachfolgeparteien erfolgreich Konkurrenz, ist wirtschaftlich, meine Damen und Herren, völlig inkompetent, regierungsunfähig und als Volkspartei am Ende. Wer so agiert, der unterbindet letztlich das legitime Streben nach Wohlstand und Innovation, der zerstört das förderliche Leistungsprinzip und jeden gesunden Ehrgeiz im Keim. Damit vergraulen wir schon heute die Leistungsträger und locken die Bedürftigen durch unseren üppigen Sozialstaat weiter an. Wir haben es schon seit Jahrzehnten und seit vielen Jahren mit einer doppelten Migration zu tun. Viele wissen das gar nicht. Jährlich verlassen bis zu 250.000 Hochqualifizierte unser Land und werden gegen eine ähnlich hohe Anzahl ungebildeter und potenzieller Sozialhilfeempfänger geradezu systematisch ausgetauscht. Wer glauben Sie eigentlich, soll zukünftig Ihre Wahlgeschenke finanzieren und die sich immer weiter leerenden Sozialkassen füllen, wenn die Zahl der Einzahler immer geringer und die Zahl der Empfänger immer größer wird? Mit Kevins kommunistischem Gerede treiben Sie diese Gesellschaft, insbesondere die Schwächeren, langfristig in die Verarmung, weil die Sozialsysteme geplündert werden. Und Sie begehen damit Verrat an der arbeitenden Bevölkerung. Diese Politik ist nicht sozial, sondern sie ist im höchsten Maße unsozial. Applaus. Frau Dreyer und Herr Schweizer, Sie haben hier und jetzt die Gelegenheit,
sich von den sozialistischen Umtrieben in ihrer Partei zu distanzieren. Und ich bin auch sehr gespannt, wie sich die FDP zu diesen sozialistischen Entgleisungen ihres Koalitionspartners äußern wird. Mehr in der zweiten Runde. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Guth, nur zur Richtigstellung. Der Professor Fahrenholz ist nicht der, den Sie kennen oder glauben zu kennen aus Worms, auch wenn Ihr Horizont nur zwischen Mainz und Worms hin und her pendelt. So ist der Herr Professor Fahrenholz der gemeint, der der Universität als Honorarprofessor in Hamburg tätig ist. Ansonsten war das alles ziemliches Geschwätz. Sie sind über das Thema überhaupt nicht auf das Thema angegangen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Vorwurf ist massiv, bitte. Der Vorwurf ist massiv gegen die SPD vorgetragen worden. Und dass hier diese Fraktion den Hinterbänkler gut nach vorne schickt, ist schon bezeichnend. Herr Wink, Sie haben am Thema vorbeigesprochen. Sie haben am Thema vorbeigesprochen, keine Inhalte. Sie haben sich dem Vorwurf nicht gestellt, aber ich bin dennoch dankbar, Herr Minister Wissing, dass Sie hier ein ganz klares Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft und ein klares Bekenntnis gegen den Sozialismus und jegliche sozialistischen Bestrebungen gesagt haben. Und umso mehr fällt es mir schwer, Sie in dieser Landesregierung zu sehen. Herr Martin, auch an Sie, jawohl. Das ist die richtige Debatte um das Grundgesetz. 70 Jahre feiern wir diese Woche noch, nächste Woche 70 Jahre Grundgesetz. Und jawohl, es ist so. Wohin Sozialismus führt, das haben wir in der Geschichte gesehen. À la Kühnert zeigt uns die Vergangenheit mit Mao, Stalin und vielen anderen, all den anderen Verbrechern, die sich Genossen genannt haben, meine Damen und Herren. Dass Kühnert seine Äußerungen, die nichts anderes als ein Verstoß zur Abschaffung der im Grundgesetz verankerten sozialen Marktwirtschaft sind, kann man als populistisch bezeichnen und dennoch sollte man sie ernst nehmen. Unter den Verweis auf das Grundsatzprogramm der SPD auch noch verteidigt. Und wenn Sie nachlesen, ist es auch tatsächlich so. Das ist übrigens sehr interessant. Wer aus der Vergangenheit gelernt hat, der wird eben auch erkennen, dass es im Sozialismus nie allen gleich gut ging, sondern allen gleich schlecht, meine Damen und Herren. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.